Und hier geht es nochmal um Indien. Indien kommt nach Berlin Anfang Juli im Olympiastadion, das große World Culture Festival. Und hier ist der Gründer der ganzen Bewegung im Studio, Ravi Shankar. Ravi Shankar, you told many things before. There is another thing I wanted to ask you. Ich wollte Sie noch etwas fragen. Es gibt eine Stiftung, a Living Foundation, die Sie gegründet haben. Was macht diese Stiftung? Art of Living. The Art of Living Foundation. Mm-hmm. Art of Living. Art of Living Foundation. Is five principles. Da geht es um fünf Prinzipien. Das erste ist maintain equanimity. Die Ruhe zu bewahren. Balance Gleichmut between heart and mind. Zu bewahren. Und dann Ausgeglichenheit zwischen Kopf und Herz. Is accept zweitens, people as they are. Die Menschen so anzunehmen, wie and sie help sind. Them to reach where they want to. Und ihnen zu helfen, dass sie dorthin kommen, wo sie hinkommen möchten. Der dritte Punkt, im gegenwärtigen Augenblick zu leben. Der vierte Punkt ist Mitgefühl und zu dienen. Und der fünfte, zu fühlen, dass die ganze Welt eine Familie ist. Und zu helfen. Whoever needs our help. Wem sie haben gesagt, dass die Deutschen Berliner gerne wollten, dass sie herkommen. German people wanted you to come over here. You have been many times to Berlin. Glauben Sie, do you think, dass die Deutschen gerne auf die indische Weisheit hören? German people like to listen to you from India? Yeah, a lot of people from Germany come to India. Viele Menschen aus Deutschland kommen nach Indien und wir haben eine enge Freundschaft. So, definitely. Ja. Sicher. And I always appreciate the German ich weiß die deutsche Präzision sehr zu schätzen. We have to learn the precision. Wo immer ich in der Welt hingehe, sage ich, wir müssen diese deutsche Präzision so viele große Persönlichkeiten beraten. Sie haben Herrn Lubbers aus Holland beraten. Sie beraten the United Nations. How did it happen that you talk to so many people? Well, you know, I don't know. Ich weiß es nicht. Meine Mitteilung, denke ich, des Friedens und die Mitteilung einer stressfreien Gesellschaft, die kommt bei allen an. Und ich habe das Gefühl, als Mensch sollten wir von Herz zu Herz eine Verbindung etablieren, and nicht so sehr vom Kopf. Und zu fühlen, gucken Sie, die Technologie hat dafür gesorgt, dass die Welt zu einem Dorf geworden ist. Heute kann man auf dem Computer alle Informationen der Welt in Sekundenbruchteilen erhalten. Und wir müssen von innen her auch fühlen, dass wir zusammengehören, eine Weltfamilie sind. Did you want to become a guru? Als Sie klein waren, wollten Sie schon ein Guru werden? Als ich ein Kind war, da habe ich gefühlt, dass es in meiner Natur ist, Mitgefühl zu zeigen, in die Stille zu gehen, ins Gebet zu gehen, zu meditieren. Und das ist ganz spontan dann geschehen. Es ist nicht, dass ich etwas werden wollte, aber es ist ein natürliches Geschehen. Und wie war es bei Ihnen? Sie haben gesagt, Sie sind eine Katholikin geblieben, aber trotzdem, diese Bewegung gibt Ihnen etwas, was Sie vorher nicht hatten. Es gibt mir sehr viel. Diese Bewegung ist so wie zum Beispiel wie Greenpeace. Ja? Was Greenpeace für die Erde macht, das macht Art of Living oder Kunst des Lebens für den Geist. Ja? Und ich habe diese Ruhe bekommen, ich habe diese Mitte, Centeredness bekommen, das ist ein Schatz. Und ich finde, man kann viel andere Stress aufbauen, wenn Christen gibt, aber wenn man in der Mitte ist, dann man baut keine andere Krise. Ja, wenn jemand stirbt oder man verliert die Arbeit oder es gibt Probleme irgendwie in der Natur oder Familienprobleme gibt es immer. Ja? Aber wenn man in der Mitte ist, dann kann man durch diese Probleme besser gehen. So, das hilft dann, also ich frage Sie jetzt, weil Sie sagten, Sie sind Katholikin, das hilft Ihnen dann mehr als ein Gebet? Nein. Das hilft mir einfach nur, meinen Geist, meine Ruhe zu haben und glücklicher zu sein, ein starkeres Lächeln zu haben und besser mit meinem Kollegen und Mitarbeiter rumzugehen. Und Ravi Shankar sagte, man soll in dem Moment leben. Was heißt das für Sie? Ja, mein Geist früher hat immer gependelt von Vergangenheit bis Zukunft. Vergangenheit, in der Zukunft soll ich das, werde ich das bekommen. Oder in der Vergangenheit, ich war böse auf jemanden und dann 15 Tage lang. Und nun werde ich böse, aber nur 5 Minuten. Und dann lasse ich das wieder loswerden und bin ich in der Jetzt. Ja?
In der Jetztzeit. Also jetzt denken Sie gerade nur hier an das Studio und an uns beide. Zum Beispiel, man kann nur glücklich in dem Jetzt sein. Kann man glücklich in der Vergangenheit sein? Nein. Mhm. Und die Zukunft, wer weiß, ob das existiert. Keine Sorgen machen, heißt das. Sorgen sind immer da, aber ich soll mich keine Sorgen machen, für was in einem Jahr passieren wird. Mhm. Es kann sein, dass ich nicht mal ein Jahr lang lebe. Mhm. Viele Leute sagen, ich werde, wenn ich pensioniert bin, werde ich verreisen. Mhm. Und dann haben sie eine Krankheit, sind sie weg. Und dann haben sie die Reise nicht gemacht. Man soll also heute verreisen oder heute glücklich sein. Mhm. Und dieses habe ich gelernt, dieses Pendel von Zukunft zu Vergangenheit habe ich nicht mehr. Mhm. Oder wenn ich das habe, dann merke ich das und sage, jetzt. Mhm. Ja? Ravi Shankar, die Kritiker sagen, Sie sind nur ein Ratgeber. What do you mean by what's Ratgeber? You only give advice to people. Is it more you want to... No, just not advice is enough, you know. Es geht nicht nur um Ratschläge. Es geht um praktische Lösungen. Es geht um praktische Techniken. People come on the second, we will all sit and meditate. Wenn Menschen am zweiten kommen, dann werden wir zusammen meditieren. Und wir werden erleben, dass die Menschen diesen Frieden in sich erleben können. Denn der Friede in uns ist die Voraussetzung, um Frieden in der Gesellschaft zu haben. Geht es in 20 Minuten? Ja. Können Sie jetzt hier anfangen? Could we start here in the studio? Ja, ist das möglich, können wir hier dann anfangen? Ja, das können wir machen. Wir müssen uns hinsetzen. Wir müssen sitzen. Ja, wir müssen uns hinsetzen, dann können wir meditieren. 10 Minuten of that meditation and then 10 Minuten Meditation und dann teilzunehmen mit so vielen Menschen, so vielen musikalischen Events und Weisheit zu hören. Das macht einen großen Unterschied. Das bringt die Menschen zusammen. Hat das auch was mit der Ernährung zu tun? What do you eat? Do you drink alcohol? No, I don't. Nein, ich trinke keinen Alkohol. What kind of do you eat meat? Ich bin geboren Vegetarier. In Indien werden Sie sehen, die meisten Menschen sind Vegetarier. So that's no, das ist was anderes. Das ist unsere Tradition. But you don't aber have to change your lifestyle du musst nichts verändern von deinem Lebensstil, um hier mitzumachen. Du kannst du brauchst hier keinen anderen Dress anzusehen. Ihr Dress ist perfekt. That's what I wanted to ask you. Ich wollte Sie fragen, what kind of dress is this? Was ist das für ein Dress? Das ist ein ganz normales indischer Dress für spirituelle white. Menschen. White. Ja, white. Ja, white. White has all the colors, you know. Das Weiß hat alle Farben in sich. Wissen Sie? And what is this around your neck? Und was ist das jetzt um Ihren Hals? Ein Muster. Yeah. You turn to the camera, it's flowers. Das ist einfach nur ein Design. So it doesn't matter, Hauptsache weiß. No, it's just a design of clothes. Das ist nur ein Design von Kleid. You can see so many different types of clothes so viele Arten and people von Kleid with very different costumes. Und ganz verschiedene Kostümen werden nach Berlin kommen. Be very, very unique. Yeah. Das wird einzigartig sein. Was erwarten Sie von den Menschen, die kommen? What do you want the people to do there? Be open-hearted, open-minded. You don't expect anything from them. Nothing. Just enjoy. Come and enjoy. Even the world is coming to your doorstep. When the world vor deine Türe kommt, dann ist es besser dort. Enjoy and greet everyone. Und das zu genießen und alles zu grüßen. Hat das, was Sie uns sagen wollen, etwas zu tun mit Ihrer Religion? Is it bound to your religion? No, it's nein, people from all das hat nichts mit der Religion zu tun. Alle Menschen von allen Arten und Religionen werden da sein. Christen, Buddhisten, Hindus, Muslime. Juden. Alle Religionen sind willkommen und am nächsten, am 3. Juli werden wir ein interreligiöses Friedensgebet haben. Es geht also nicht um den Glauben. Nein, wenn wir alle glauben, dass wir gute Menschen sind und dass wir den Frieden lieben in dieser Welt, das ist gut genug. Sie sprechen viel von Frieden, you often talk of peace. What do you mean by peace? Was heißt Frieden für Sie? Frieden ist dann da, wenn der Geist frei ist, frei von innen. Und wenn es keine Ängste gibt, keine Angespanntheit, dann... Und das ist unsere Natur. Frieden ist unsere Natur. Das ist die Natur, die menschliche Natur. Ja. Sie haben gesagt, Sie haben so sehr, sehr viele Leute überzeugt bisher schon. Sie wurden selber überzeugt. Und Sie würde ich auch überzeugen. Ja, ich merke schon. Es geht auf mich über. Wie haben Sie denn die Leute überzeugt?
im Gespräch? Das machen Sie von alleine in dieses Atem. Nein, es gibt wenig zu sprechen. Das ist eine Reise nach in der Innere. Und das machen die Leute von alleine. Und das werden wir auch ausüben im Olympiastadion. In der Gruppe? Ja. In 70.000 Leute, die im Schweigen sitzen werden, für 20 Minuten oder so. Und diese Erfahrung einmal gehabt zu haben, das ist ganz toll. Wenn man da sitzt und diese Ruhe und diese Vibration, ich lade alle ein, das ist ungeheuer. Jetzt denken vielleicht einige, die zugucken, das ist ein Zaubertrick. Und das stimmt ja alles gar nicht. Also das heißt, dieses Atmen, was Sie beschrieben haben, da gibt es schon bestimmte Regeln. Ja. Die könnten Sie mir auch erklären jetzt. Also ich kann Ihnen, wenn Shishi zustimmt, ich kann Ihnen ein Ujjayi, das ist eine Art von, ich kann hier ein Mikrofon machen, wenn Sie mir dann zuhören, Ujjayi Breath. Und das ist ganz beruhigend, aber das ist ganz, ganz wenig. Hören Sie zu. Ja. So. Ganz langsam. Das ist ganz langsam und das geht durch hinter der Kehle. Und das macht man auch von Natur, wenn man Angst hat, macht man so ein bisschen. Aber das geht dann von allein. Das ist aber nur ein ganz bisschen. Ja? Man kann nicht hier im Kamera, was man in 4 Tage oder in 3 Tage lernt, einfach so lernen. Mhm. Aber diese Erfahrung können wir, ich sage das immer wieder, weil ich möchte, dass alle diese Erfahrung haben, was ich da in Indien gehabt habe mit 2,6 Millionen Leuten in eine Stille. Es gab auch keine Polizei, kein Militär, alles ging nur durch die Volontäre und das wird auch so sein im Olympiastadion. Dieses Friedensbewegung bringen viel Glücklichsein und bringen auch viel Energie und deshalb muss man probieren. So zu atmen, wie Sie es eben gemacht haben, muss man aber lernen. Ja, wenn Sie das nicht gelernt haben, wie können Sie das machen? Und das kann man lernen. Ravi Shankar, wir haben leider kaum mehr Zeit. Wie kann man zu Ihnen dazukommen? Vielleicht gibt es Leute, die mitmachen wollen. People to want to take part in your what you are doing. Wo sollen Sie sich melden? Im Internet? How can they get in touch with us? Yeah, they can get in touch with us. Die Menschen können zum Olympiastadion. You can get into the website. Können der Webpage unter www.artofliving.de und www.worldculturefestival.org. In Berlin, we have a center. Können Sie sich Kontakt aufnehmen? Wir haben in Berlin ein Zentrum. The Art of Living. Die Art of Living Yoga Oase in Berlin. In Berlin, der Potsdamer Straße 98. Da kann man Sie auch manchmal sehen. Sind Sie, are you we can there see you. Can people see you there? I'll be there sometime. Ich bin 25th, I'll be here nach dem 25. Juni werde ich hier in Berlin sein. Olympiastadion. Und danach vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Many thanks to you that you came into that studio. This energizes you, know? Me, yes, I feel. This breathing. Diese Atemübung gibt dir nicht nur Ruhe, sondern es gibt dir Energie. All the tiredness will go away. Die ganze Müdigkeit geht weg. Ein paar Minuten noch von Atemübung. So there are many instructors in Berlin. Und in Berlin selber gibt es viele Trainer, die können helfen. Thank you so much. Unfortunately, we have no more time left. Yes. Vielen Dank, dass Sie auch da waren und uns gezeigt haben, wie das geht mit dem Atmen. Meine Damen und Herren, das war Ravi Shankar, der Gründer der Bewegung, die jetzt ins Olympiastadion einzieht am Anfang Juli. Und wenn Sie Lust haben, gehen Sie einfach hin. Da können Sie mehr als 100 Nationen sehen, die singen, tanzen, meditieren und eben atmen. Danke, dass Sie eingeschaltet haben heute am Sonntagabend. Und ich würde mich freuen, wenn Sie nächsten Sonntag Pfingsten wieder dabei sind. Tschüss.